Einen wunderschönen guten Morgen, ich begrüße dich und heute habe ich einige ganz wichtige Informationen für dich, die in der Nacht heute gekommen sind und die ich sofort mit dir teilen möchte, weil ich denke, dass die sehr, sehr brisant und wichtig sind. Viele von euch kennen wahrscheinlich schon meine Nachrichten sozusagen und es ist voriges Mal bei meiner letzten Botschaft gekommen, dass es ab Mitte Oktober so Wellen geben wird, die uns ziemlich zu schaffen machen, wo wir uns schützen sollen, die sehr auf Manipulation ausgerichtet sind und die auch für unsere Gesundheit schlecht sind. So, was ist passiert? Eine ganz kurze Vorgeschichte, ich bin so ein bisschen ein Migränefall, habe in regelmäßigen Abständen Migräneanfälle. Und seit einem Jahr verwende ich diese Amirasoli-Seilscheibe, lege sie ein paar Minuten auf, wenn ich merke, wieder arge Kopfschmerzen und es ist weg. Vorigen Sonntag war es wieder mal soweit, ich lege die Scheibe auf, nichts ist passiert. Bin dann in meinen Migräneanfall hineingegangen, dort in meinen Tag, war dann vorbei und ich denke mir, seltsam, die funktioniert doch immer. Gut, heute in der Nacht ist es wieder losgegangen, Scheibe wieder nicht geklappt, Pulver nicht geklappt, egal was ich gemacht habe. Und dann habe ich gesagt, was ist denn, funktioniert meine Scheibe jetzt nicht mehr, habe gehadert mit der geistigen Welt, ich tue ja immer alles, was er sagt und was ist denn da los, warum geht es mir denn so schlecht. Habe auch ziemliche Gelenkschmerzen die letzten 1,5 Wochen gehabt, mit meiner Wirbelsäule wieder Probleme und habe halt ein bisschen die geistige Welt angejammert. Gut. Plötzlich war Funkstille und ich höre das dann so wie eine Stimme in meinem Ohr und dann ist folgende Botschaft gekommen, was eben für euch auch sehr, sehr wichtig ist. Sie haben mich gefragt, was ich gegessen habe gestern Abend und die Woche davor und dann habe ich nachgedacht und an beiden Tagen habe ich sehr viel genascht, ich nasche gern und jetzt, wo ich ja nicht mehr Diät halten muss, weil ich meine Scheibe habe, wenn irgendwas ist, was ich nicht vertrage, lege auf, weg. Halte ich mich halt auch nicht so und ich nasche gerne. Ja. Und habe gesagt, das ist der Zucker, das ist Schokolade. Und es ist ein Jahr gekommen mit einer Erklärung. Also viele von diesen industriell gefertigten Lebensmitteln, insbesondere die, die Zucker enthalten, docken an diese Strahlenenergie an und machen im Körper so richtige Störfelder, die eben je nachdem, wo du deine Schwachstelle hast, andocken. Bei mir ist es halt Kopfschmerzen und meine Gelenke. Vielleicht ist euch auch aufgefallen in letzter Zeit, also insbesondere jetzt auch in den letzten 1,5 Wochen, dass ihr schon mit der Gesundheit zu kämpfen habt. Sie haben gesagt, seit diese Wellen da ist, vermehrte Kopfschmerzen, Schwindel, Müdigkeit, man fühlt sich nicht gut, ist nicht gut drauf, ist energielos. Die was mit den Gelenkschmerzprobleme haben, neigen vermehrt zu Schmerzen. Man kann sich schlecht rühren, man steht auf in der Früh, man hat das Gefühl, alles tut einen weh, bis man wieder in die Gänge kommt. Also wenn auch du diese Symptome kennst, dann bist wahrscheinlich auch du von diesen Verstärker, diesen Strahlen, die da derzeit auf uns gestrahlt werden, betroffen. Gut, bitte, bitte versuche deinen Zuckerkonsum einzuschränken. Wenn du Heißhunger auf Süßes hast, iss ein paar Datteln oder iss irgendwelche Früchte, die süß sind. Sie haben gesagt, wenn es gar nicht geht, also selbst gebackene Mehlspeise ein Stück oder wirklich ein Stück hochwertige Schokolade ist okay. Aber bitte, bitte haltet das in Grenzen, denn sonst geht es euch wirklich nicht gut. Also das ist einmal das eine, auf das bitte achten. Dann haben sie mir auch gesagt, dass ganz bewusst bei großen Konzernen, Lebensmittelkonzernen, in diesen Zusatzstoffen Sachen drinnen sind, die erstens auf diese Wellen, die derzeit auf uns geschickt werden, andocken und zweitens auch auf Handystrahlungen. Also das geht dann in Wechselwirkung mit dieser 5G-Strahlung, 4G-Strahlung, also alles, was diese elektromagnetischen Felder sind und die verstärken das. Also nicht nur, dass ihr generell, dass das schlechte Nahrung ist, sondern das verstärkt sich dann auch noch durch diese Technologien. Also bitte achtet auf eure Ernährung, das ist jetzt in dieser Übergangszeit ganz, ganz wichtig. Hochwertige Lebensmittel, schaut, wenn ihr einen Garten habt, esst vorwiegend eure Sachen, friert euch eure eigenen Sachen ein
Oder schaut es das noch jetzt vor dem Winter, ganz wichtig, vielleicht könnt ihr euch noch ein bisschen Lebensmittelvorräte anlegen vom Biobauern. Kürbisse halten sich gut, Zeller haltet sich gut. Also lagert euch noch ein bisschen hochwertige Lebensmittel ein. Der Winter kommt und es ist dann gut, dass man auf wirklich etwas Gutes zurückgreifen kann. Das ist einmal die erste Botschaft. Dann ist gleich im Anschluss noch etwas gekommen. Wir sind ja jetzt mittendrin in der angeblichen zweiten Welle und ihr werdet wissen, Schweden spielt da nicht wirklich mit und die haben auch nicht mehr Fälle als wir und als wir. Auch die Regierung ist da relativ chillig, die machen da nicht 100.000 Abstriche und Kontrollen. Ich kann euch auch sagen, warum das so ist. Das ist nicht, weil die schwedische Regierung besser ist oder nicht im Mainstream drinnen ist, sondern die haben das nicht mehr notwendig. Denn Schweden ist das Land, was wirklich überall schon diese Technologie hat. Die sind schon fast weg von der Barzahlung, sind schon sehr stark in der Digitalisierung drinnen und das Ziel, das vorgegeben worden ist von diesen Mächten, die uns beherrschen wollen, hat Schweden einfach erreicht. Da brauchen wir diese Pandemie nicht, weil wenn ich alles erfüllt habe, brauche ich da nicht mehr zusätzlich etwas machen. Natürlich, offiziell muss man sie ein bisschen als Boomer hinstellen, klar, sonst fällt es auf. Aber der Hauptgrund ist der, die sind schon voll drinnen, die haben das schon erreicht, was bei uns kommen soll, diese vollkommene Überwachung durch die Digitalisierung und daher, ja, daher ist das bei denen nicht notwendig. Das vierte, was ich euch für heute sagen soll, ist, versucht bitte, ihr werdet, die was mich hören, werden auch andere Sendungen hören, Aufklärungssendungen. Es gibt ja da schon sehr gute Ärzte, Biologen und so weiter, die eben über Corona sprechen, über Zusammenhänge, die Aufklärungsarbeit machen. Das ist alles sehr lobenswert, sehr toll und meine große Bewunderung an diese Menschen. Daher, da gibt es schon sehr gute Quellen, da brauche ich nicht mehr darüber sprechen. Aber was ganz wichtig ist, wenn ihr euch diese Sachen anhört, bitte horcht sie euch an. Aber versucht nicht in die Angst zu gehen, nicht in die Wut zu gehen. Das, was da draußen ist, ist wirklich unvorstellbar, was da im Moment läuft, der Versuch, uns komplett zu kontrollieren. Aber ich kann es als Information aufnehmen, für mich. Ich weiß, was los ist, aber ich gebe keine Emotion hinein. Das heißt, ich gehe nicht in die Angst, ich gehe nicht in die Wut, ich gehe nicht in den Zorn hinein. Das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Denn diese Energien nähern wieder die andere Seite und schwächen dich. Das heißt, versuche das herauszufinden, was macht das mit mir. Wenn es dir dabei schlecht geht, wenn du so etwas hörst und du fühlst, dass du Energie verlierst oder in die Angst, in die Trauer, in die Wut gehst, dann geh sehr sparsam mit solchen Informationen um. Versuche nachher, dich gleich zu reinigen. Du kannst dazu die weiße Flamme bitten, zum Beispiel mit dem Satz, mit Gottes Liebe und der Liebe meines Herzens bitte ich die weiße Flamme, alle negativen Energien, die ich jetzt aufgenommen habe, alle Gefühle der Angst, des Zorns, der Wut aus meinem Körper zu transformieren. Bitte darum jetzt. Und du kannst das natürlich individuell anpassen, was das gerade mit dir gemacht hat. Oder solltest du mal Informationen haben, nicht alles, ich habe eh schon gesagt, sehr viele Fehlinformationen sind auch draußen, die nur dazu dienen, Angst zu schüren, Verwirrung zu stiften, wo man dann sagt, na schau, es hat ja wieder nicht eingetroffen, was jemand gesagt hat und so weiter. Dann vertraut man niemandem mehr. Also darum ist auch viel Verwirrenergie unterwegs. Und das spürt man aber auch sofort im Körper, wenn du dir solche Sendungen anschaust, was wirklich von der dunklen Seite gesendet werden, was wirklich nur dazu dient, uns noch mehr zu verwirren, noch mehr in die Angst zu treiben, da fühlt man sich nachher auch immer sehr erschöpft. Dann kannst du dich auch mit der weißen Flamme gleich reinigen oder mit den Strahlen der Zentralsonne. Du kannst sagen, ich bitte zum Beispiel den Feuerstrahl Gottes, mich von allen negativen Wesenheiten, Energien, diesen Mächten zu reinigen, alles, wo sie jetzt versucht haben, durch diese Sendung Implantate in meinen Körper zu setzen, die diese bitte sofort deaktivieren und aus meinem System wieder herauslöschen. Gut,
Das wären so Hilfsmittel, wenn ihr merkt, ihr seid wohl in eine Falle getappt, ihr habt euch was eingefangen, macht das sofort im Anschluss, je weniger sich das noch manifestieren und in euch festsetzen kann oder konnte, umso leichter geht es wieder weg. Das ist wie wenn du dich mit etwas ansteckst, wenn du gleich desinfizierst, deine Wunde zum Beispiel, wird nichts passieren. Und mit der Energie ist es genauso. Wenn man ihr nicht den Raum gibt, sich zu entfalten, so dieses Gefühl, diese Emotion dahinter oder auch diese Implantate, diese Wesenheiten, die zum Teil auch mitkommen mit diesen Fehlinformationen, dass die gar keine Chance haben, sich in deiner Aura festzusetzen. Es gibt von mir etliche Meditationen, auch zur Aura-Reinigung, auch wie man sich wieder befreit von Energien. Horch sie dir an, wenn es dir schlecht geht. Du wirst sehen, du wirst dann wieder frei werden. Ganz, ganz wichtig, bitte schau jetzt gut auf dich, auf deine Ernährung und ganz wichtig, die Gedankenkontrolle. Denn wenn du down bist, bist du angreifbar, erstens für Krankheiten und zweitens auch für diese negativen Energien und Wesenheiten. Ja, und das waren jetzt so die wichtigsten Botschaften und wir machen jetzt noch einen kurzen Schwenk. Wir fragen jetzt noch live nach, ob es noch irgendeine Botschaft des Tages oder etwas Wichtiges gibt. Und ich gehe sozusagen jetzt live auf Sendung. Channeling nennt man das für alle, die das nicht wissen. Das heißt, ich bilde einen Kanal nach oben und schaue, ob noch eine Botschaft für uns für den heutigen Tag kommt. Ich begrüße euch. Ich bin Amira. Die meisten kennen mich. Ich arbeite schon lange mit Lydia zusammen. Und ich bin aus der Zentralsonne. Liebe Brüder und Schwestern da draußen, wir fühlen mit euch. Wir wissen, wie hart diese Zeit für euch ist. Es sieht aus, als ob kein Ende in Sicht wäre. Dinge spitzen sich zu und es herrscht Chaos und Unruhe. Die Menschheit ist verwirrt. Und viel Leid geschieht. Wir wissen es und glaubt uns, ihr habt sehr viele Helfer, die im Hintergrund für euch und mit euch arbeiten. Ihr seid nicht alleine. Ihr seid schon lange nicht alleine. Aber die Zeit hat reif werden müssen, damit diese Energien, diese kosmischen Energien aus der Zentralsonne für euch bereitstehen, damit wir endlich die Menschheit nach so einer langen Knechtschaft unterstützen können für ihre Befreiung. Es ist bald soweit. Doch jeden Neubeginn, jeden Umbruch steht immer eine Zeit kurz bevor, wo halt nochmals Chaos herrscht und aus diesem Chaos dann etwas Neues entstehen kann. In dieser Zeit seid ihr. Und so hart es für manche von euch auch sein mag, bitte haltet durch. Geht nicht in die Verzweiflung, geht nicht in die Angst. Uns ist aufgefallen, dass auch viele Lichtarbeiter wieder in diese negative Energie gefallen sind. Sie schimpfen. Und sie ziehen sich selber runter, indem sie oft eine Sprache benutzen, die euch nicht mehr würdig ist. Schimpfwörter haben bei euch nichts mehr verloren. Ich muss euch das so eindringlich sagen. Geht nicht auf dieses Niveau mehr herunter. Geht nicht mehr in diese Aggression hinein. Wenn ihr in so einer Aggression seid, erkennt es sofort und geht wieder raus, dass es nur eine kurze Emotion, aber kein Gefühl ist. Ihr wollt alle aufsteigen, alle, die ihr diese Botschaft jetzt hört. Wenn ihr dabei sein wollt, bitte, das ist jetzt die Aufgabe, die ihr habt. Lasst euch nicht in diese dunklen Energien hineinziehen. Konzentriert euch auf Liebe, auf Freude,
auf Miteinander. Versucht, eure persönlichen sozialen Kontakte zu pflegen. Geht liebevoll miteinander um. Mir fällt auch auf, wenn wir euch beobachten, dass ihr gar keine Lust, manche von euch mehr haben, zu sprechen, wenn ihr unterwegs seid. Wir verstehen das, denn mit Maske sprechen macht einfach keine Freude. Auch freundlich sein, was ihr vielleicht sonst seid, ein paar nette Worte für die Mitmenschen, kommen einfach mit der Maske viel schwerer über die Lippen. Aber ihr seid die Front, ihr seid die Lichtarbeiter. Wenn es ihr nicht macht, wer soll es dann tun? Reißt euch zusammen, wir brauchen euch noch. Wir haben die kritische Masse noch nicht erreicht. Wir sind kurz davor, aber wir haben sie noch nicht. Und wenn jetzt ihr, die ihr vorne dabei seid, abspringt und euch da hineinziehen lasst, habt ihr eine Ahnung, was das für die ganze Menschheit bedeutet? Ich bitte euch, ihr werdet so sehr geliebt von der geistigen Welt. Wir lieben euch, wir helfen euch. Ihr seid nicht alleine. Ihr habt so viele Helfer. Wir wissen, ihr könnt es schaffen. Ihr werdet es schaffen. Wir haben beim letzten Mal schon gesagt, der Aufstieg ist gewiss. Aber wer dabei ist, das steht noch offen. Und wir möchten, dass viele, viele, viele von euch mitkommen. Dass ihr wirklich frei seid und auf einer Erde lebt, wo ihr gesund seid, wo ihr glücklich seid und wo jeder Mensch das machen kann, was ihm entspricht, wo er seine Gaben und Talente leben kann, wo er sein ganzes göttliches Potenzial entfalten kann. Und noch eine ganz wichtige Botschaft an euch. Auch, dass man euch von der Kreativität trennen möchte. Auch das ist ein Plan dieser Dunkelheit. Das ist auch der Grund, warum die ganzen Musicals, Sommertheater, Opern, Operetten dieses Jahr großteils abgesagt worden sind. Denn viele von dieser Musik beflügelt diese Menschen und triggert ihre eigene Kreativität an. Das ist nicht erwünscht. Und ein Mensch, der keine Kreativität hat, fällt in eine Depression und kann seine Schöpferkraft, schöpfen, nicht entfalten. Und gerade in diesen Tagen ist es wichtig. Umgebt euch mit Kreativität. Wenn du musikalisch bist, dann spiel ein Instrument oder singe. Wenn du gerne malst, dann male oder bastle etwas. Oder erfinde ein Kochrezept. Ist egal, welche Kreativität du nachgehst oder schnitze was. Mach ein schönes Möbelstück, wenn du ein Tischler bist. Wie gesagt, wie du kreativ bist, ist egal, aber versuche deine Schöpferkraft zu nutzen, etwas Individuelles zu machen. Das ist in dieser Zeit ganz wichtig, denn das verbindet dich mit deiner Schöpferkraft, verbindet dich mit der Urquelle, dem Göttlichen, dem Anbeginn allen Seins. Also meine Botschaft ist, kümmere dich um deine Schöpferkraft, achte auf deine Emotionen, geh in die Liebe. Du bist so geliebt, du bist nicht alleine. Du musst Vorbild sein für andere. Strahl die Liebe in die Welt, hab ein gutes Wort für die Verkäuferin vielleicht, die dich anschnauzt, weil du die Maske nicht ordentlich trägst. Oder für irgendjemanden, der dich böse ansieht, weil du etwas anders bist. Schick den Menschen Liebe. Segne die Menschen. Heute ist es wichtiger denn je, das, was Jesus gesagt hat. Ihr sollt euch eure Feinde lieben. Gerade jetzt in diesem Umbruch. Du kannst noch viel erreichen, wenn du in der Liebe bleibst und nicht in diese negative Emotion mit hineingehst. Es ist schwierig, wir wissen das. Und es ist nur eine liebevolle Ermahnung von meiner Seite. Und wenn du dich angesprochen gefühlt hast,
Dann gut so, dann korrigiere einfach deinen Weg. Und wenn du das schon praktizierst, was ich jetzt gesagt habe, dann danke ich dir von ganzem Herzen. Du tust es nämlich nicht nur für dich, sondern für alle. Und auch für uns. Denn auch für uns ist es wunderschön, wenn ganz viele beim Aufstieg dabei sein. In diesem Sinne, alles Gute. Du bist nicht alleine. Wir haben es bald geschafft. Danke, liebe Amira. Bin jetzt ganz irgendwie gerührt, weil wenn sie mit mir spricht, dann schwappt immer diese Energie von ihr zu mir rüber und ja, da bin ich dann einmal ganz, so ganz in dieser Liebesenergie und erfüllt und ja, jetzt, wie gesagt, Entschuldigung, bin jetzt selber ganz, ganz gerührt. So, das war's für heute, meine Lieben, und danke fürs Zuhören. Mein Name ist Lydia Gruber und sei glücklich.